Überall, wo Menschen zusammenkommen, braucht es Regeln. Eine Übereinkunft, an die sich alle halten. Das gilt innerhalb von Familienvereinen oder zwischen Staaten. Eine allseits akzeptierte Ordnung ist die Basis jedes Zusammenlebens und Wirkens. Bis zum Überfall Russlands auf die Ukraine glaubte man zumindest in und für Europa an so eine regelbasierte Ordnung. Doch das ist Geschichte. Russland hat die Regeln außer Kraft gesetzt und einen zerstörerischen Wandel in Gang gesetzt, hin zur Herrschaft der Gewalt und des Terrors. Genau dieses zwingt demokratische Staaten, sich militärisch zu verteidigen, wie nun auch Israel. Sichtbar werden damit Strukturen und Bündnisse, die die Werte des Westens offen bekämpfen. Welt ohne Ordnung, die Herrschaft von Terror und Gewalt, so der Titel unserer Sendung. Und ich begrüße Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich bei uns Katja Leikert für die CDU im Bundestag und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Herzlich willkommen. Und ebenfalls Außenpolitiker Michael Müller von der SPD-Fraktion. Heute bin ich etwas durcheinander. Ebenfalls Außenpolitik und auch im Auswärtigen Ausschuss. Herzlich willkommen an Sie beide, Herr Müller. Hallo. Heute ist ein wichtiger Tag für das Politikfeld, für ein Politikfeld, wo Außen- und Innenpolitik ja wirklich ineinander greifen, nämlich die Migrationspolitik. Sie waren auf Länderseite als regierender Bürgermeister von Berlin oft bei diesen Bund-Länder-Gipfeln dabei, haben oft gestritten für meistens mehr Geld. Zumindest ist das auf Länderseite oftmals der Fall. Auch heute geht es wieder vornehmlich ums Geld. Es geht ja um Kopfpauschalen und Ähnliches. Kann man alles mit Geld lösen? Nein, aber die wichtige Integrationsarbeit, die ja aus Migration, aus Zuwanderung folgt, die muss finanziert werden. Und da geht es vor allen Dingen um Bildungsangebote, um Qualifizierung für die Arbeitswelt. Und das gibt es nicht zum Nulltarif. Da muss man sich auch ehrlich machen. Insofern ist es nachvollziehbar, dass die Länder mehr fordern. Genauso nachvollziehbar ist, dass der Bund darauf aufmerksam macht, dass schon viel finanziert wird. Da muss ein Kompromiss gefunden werden. Aber ich glaube, diese Debatte ist einfach auch zu führen, dass wir uns ehrlich machen. Wir brauchen Zuwanderung, wir wollen Zuwanderung. Sie kostet etwas und sie ist auch anstrengend. Sie ist auch mühselig. Sie fordert viel Kraft, Arbeit und Zeit. Das passiert alles nicht von heute auf morgen. Aber die Menschen, die zu uns kommen, müssen ja einen Platz in unserer Gesellschaft auch finden. Die, die zu Recht auch kommen, die Asyl hier finden und auf der Flucht sind. Und dem müssen wir uns gemeinsam stellen, Bund wie Länder. Dem müssen wir uns gemeinsam stellen. Hätte man oder hat man in der Vergangenheit versäumt, auch über strukturellere Ansätze, wenn es um Migration geht, intensiver nachzudenken? Ich sage mal so das Stichwort Multikulti, was ja lange Zeit als Gesetz galt, gilt ja heute sozusagen auch ein Stück weit als gescheitert. Gescheitert. Es gibt viele positive Beispiele und über Generationen auch viel gelungene Integration und Zusammenleben sehr unterschiedlicher Kulturen und Gesellschaften. Multikulti in dem Sinne, dass man sozusagen alle Regeln außer Ich weiß, was Sie meinen, und da gebe ich Ihnen recht. Auch da hat es über viele Jahre ein Weggucken auch gegeben und man dachte, es wird sich schon irgendwie von alleine regeln, dass wir gut zusammenfinden und gut zusammenleben. Und das ist falsch. Wir brauchen Regeln, so wie es in Ihrer Anmoderation ja auch formuliert wurde. Wir brauchen Regeln für unser Zusammenleben. Ich sage immer, in aller Regel sind es die Werte unseres Grundgesetzes, die ja formulieren, auf welcher Basis wollen wir hier zusammenleben. Und das wiederum muss man auch vermitteln. Das muss man vorleben. Das muss in der Bildungspolitik eine Rolle spielen. Also auch Regeln setzen erfordert Arbeit. Mhm. Frau Leikert, in den vergangenen Wochen ist die Migrationsdebatte durchaus noch mal in ein etwas anderes Licht gerückt, nämlich dahin, dass wir an einigen Stellen auch vom importierten Antisemitismus sprechen, bei Teilen der migrantischen Bevölkerung. Haben wir bei der Zuwanderung versäumt, auch darauf zu achten, wer mit welchen Einstellungen, mit welchen Werten und mit welchen Glaubenssätzen zu uns kommt? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir genauer hinschauen. Das, was Herr Müller gerade gesagt hat, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig hier in der Runde. Es gelten klare Regeln in unserem Land. Und jede Form der Äußerung in Richtung Antisemitismus, die muss meines Erachtens nach auch
strafbewehrt sein. Also wer das Existenzrecht Israels in Frage stellt, beispielsweise in unserem Land, das kann nicht länger folgenlos bleiben. Oder wer sich sympathisiert mit Hamas oder Hisbollah auf unseren Straßen, das ist ernst zu nehmen und da muss es entsprechende Konsequenzen geben. Wenn wir in der Außenpolitik so sehr darauf achten, dass wir auch eine wertebasierte Außenpolitik machen und darauf Wert setzen, sollten wir das nicht vor allen Dingen auch im Inland tun? Selbstverständlich. Also das, ich denke, das ist ganz zentral für uns, dass wir die Regeln, die wir haben, hier durchsetzen. Unabhängig davon übrigens, von wem es kommt. Antisemitismus gibt es ja in Teilen des migrantischen Milieus, das haben Sie gerade beschrieben. Gibt es aber auch im rechtsextremen Bereich und so weiter. Also von daher ist diese Regeln gelten für jeden, der deutscher Staatsbürger ist. Herr Müller, ist ein solches Weiterdenken des Asylrechts, dass wir eben auch sagen, hier müssen ganz klar unsere Werte auch eingehalten werden. Ist das auch etwas sowas wie eine Zeitenwende? Der Bundeskanzler Scholz hat ja nach dem Überfall von Russland den Begriff Zeitenwende geprägt. Wie definieren wir Zeitenwende und wäre das an der Stelle angebracht, darüber zu sprechen? Ich glaube, wir machen uns in Deutschland jetzt an vielen Stellen ehrlich. Und auch in den Fragen der Zuwanderung, der Migration, auch was wir im Bundestag ja diskutieren, Fachkräfteeinwanderung und auf welcher Grundlage wollen wir das Asylrecht gestalten und soll es umgesetzt werden, das sind überfällige Diskussionen. Deutschland ist seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland und wir haben weggeguckt und dachten auch da, das wird sich schon irgendwie regeln. Und wir sehen jetzt, die Problemlagen, die Krisen in der Welt sind so groß, dass wir eher mit mehr Zuwanderung als weniger in den nächsten Jahren rechnen müssen, unabhängig davon, dass wir an Fachkräften ja auch einiges wollen. Aber es werden weiter Menschen auf der Flucht sein und im großen Umfang auch Zuflucht in Deutschland suchen. Und diesen Themen müssen wir uns jetzt stellen. Und dass wir im Rahmen von Asylgewährung, und ich finde, das ist unsere humanitäre Pflicht, Menschen auf der Flucht zu helfen, die in Not zu uns kommen und zu sagen, ihr bekommt Asyl, dass wir aber diesen Menschen auch sagen, wir haben Anforderungen und wir haben Regeln. Regeln, mit denen wir hier zusammenleben wollen, das finde ich legitim. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf den Begriff Zeitenwende zurückkommen. Auslöser war ja damals der Angriff Russlands auf die Ukraine. Bundeskanzler Scholz hat damals von der Zeitenwende gesprochen und hat gesagt, wir erleben eine Zeitenwende. Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe, wie sie zuvor war. Würden Sie sagen, dass der Angriff der Hamas auf Israel auch so eine Zeitenwende ist? Also das ist, glaube ich, nicht unbedingt zu vergleichen. Hamas hat eine Vergangenheit mit Blick auf terroristische Anschläge gegenüber Israel. Das ist ein terroristischer Akteur. Das hat eine andere Qualität nochmal als der Angriff Russlands, der auch klar völkerrechtswidrig ist, gegenüber der Ukraine. Beides ist völkerrechtswidrig, selbstverständlich. Aber der Begriff Zeitenwende, der trifft es so gut. Also es ist auch genau das Gefühl, was ich habe, wenn ich mir die Diskussion angucke. Ich bin jetzt seit 10 Jahren im Deutschen Bundestag. Und ich glaube, so eine große Einigkeit mit Blick darauf, was es wirklich dann auch in der Konsequenz bedeutet, nämlich die wirtschaftliche Stärke Deutschlands auszubauen und auch in außenpolitische Fähigkeiten umzumünzen, auch die militärische Stärke Deutschlands jetzt auszubauen. So viel Konsens hatten wir bisher in der deutschen Politik bisher nicht, das muss man ganz klar sagen. Aber wir hängen auch der Umsetzung hinterher. Also das ist jetzt, Sie haben es beschrieben, das ist jetzt fast 2 Jahre her. Wenn wir uns angucken, die versprochenen 2% beispielsweise für den Verteidigungsetat, die sind bis jetzt noch nicht umgesetzt. Wir hängen bei 1,7%. Das ist einfach wirklich zu wenig, um dann wirklich auch das mit Worten zu füllen, was leider geopolitische Realität geworden ist. Stichwort Zeitenwende ist der Angriff der Hamas auf Israel. Würden Sie sagen, das ist eine weitere Zeitenwende und etwas, was uns ähnlich beschäftigt? Oder kann man es vielleicht vergleichen mit einer Dimension ähnlich wie der 11. September? Das ist im Rahmen der Zeitenwende eine weitere Katastrophe, was wir im Nahen Osten sehen. Ich vertrete die Position, dass die Zeitenwende schon seit längerem stattfindet und dass der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, es nur beschleunigt hat. Und
uns noch deutlicher vor Augen führt, was in der Welt passiert, dass neue Bündnisse und Allianzen entstehen, wie wir alleine an den BRICS-Staaten sehen, wer sich da jetzt alles zusammenfindet, wer gemeinsam auf einmal Interessen vertritt. Das hätten wir vor wenigen Jahren nie für möglich gehalten, so unterschiedliche Staaten. Die Klimaveränderungen, die weite Teile der Welt unbewohnbar machen in Zukunft, das sind ja alles keine Dinge, die es erst seit 2 Jahren gibt, sondern Entwicklungen, die es über viele Jahre schon gibt. Und wir sehen jetzt eben beschleunigt, auch durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine, was da passiert und wie dramatisch diese Auswirkungen sind. Also die Zeitenwende findet schon länger statt, in ganz vielfältiger Form. Migration ist auch so ein Thema, Fluchtbewegung. Und wir müssen uns jetzt mit den Ergebnissen, mit den Folgen dieser Zeitenwende auseinandersetzen. Mhm. Frau Leikert, Herr Müller hat es eben so ein Stück weit angesprochen. Es ist ja auch etwa so, dass wir Gräben haben eigentlich zwischen einer westlich-liberal-demokratischen Welt und einer anderen Welt. Sie haben die BRICS-Staaten angesprochen. Es geht dabei aber auch um die Solidarisierung der arabischen Welt mit den Palästinensern an der Stelle. Würden Sie auch sagen, dass sich zurzeit einfach Gräben auftun zwischen weltanschaulich unterschiedlichen Lagern? Wir sehen die Entwicklung zumindest, dass die einzig verbliebene Supermacht, die USA, die sie ja nach wie vor sind, sowohl in militärischer Sicht als auch in wirtschaftlicher Sicht sind sie führend, zumindest in ihrer hegemonialen Stellung stark gefordert sind. Also wenn wir uns anschauen, dass China mittlerweile die größte Handelsmacht ist, der Weltexporteur geworden ist, dass China mittlerweile auf Platz 3 der Militärausgaben steht, dann sehen wir, dass sich da was verschiebt. Also die USA sind nicht mehr unangefochten und alle Bündnisstrukturen, die es drumherum gab, die verschieben sich. Und ganz klar die BRICS, wenn man sich anschaut, wer da zusammenkommt. Also zu den bestehenden 5 Staaten sollen Staaten wie Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien dazugehören. Übrigens Staaten, die sich untereinander ja auch nicht immer ganz einig sind. Also dieses, sagen wir mal, ein Stück weit vielleicht auch Schreckgespenst. Die BRICS, wenn sie so in der Form zustande kommen, wie es jetzt geplant ist ab Januar mit den 11 Staaten, die dort zusammenfinden und nichts anderes sind, auch ein Stück weit als Gegenmodell oder Gegenpol zu der liberalen westlichen Ordnung aufgefahren werden, dann ist das aber gar nicht so unbedingt so erschreckend für uns, wenn wir uns angucken, wie die Staaten vor Ort, Iran, Saudi-Arabien, als Regionalmächte konkurrieren beispielsweise vor Ort. So einig sind sie sich nicht und so viel Strukturen bis auf eine Entwicklungsbank, die da zusammen kooperiert, haben sie auch bisher nicht. Aber sie haben großen Anteil der Weltbevölkerung und repräsentieren, ja, das ist der Anspruch der BRICS, durch Indien und China repräsentieren sie fast die Hälfte der Weltbevölkerung, was eine ganze Menge ist. Ja, wir hören gerade, das Verständnis miteinander ist da nicht immer so gegeben. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die weltanschaulichen Gräben, die zwischen dem Westen und vielleicht auch der arabisch-muslimischen Welt ja ein Stück weit bestehen. Ist das etwas, wo Sie auch sagen, das sind Gräben, die sich vergrößern und manifestieren? Es gab ja auch ganz hoffnungsvolle Entwicklungen, das darf man nicht vergessen. Die Annäherung, also allein wenn man die Abraham-Akkord sich anguckt, die Annäherung auch der arabischen Welt an Israel, die Verständigung zwischen Iran und Saudi-Arabien, um diesen Stellvertreterkrieg im Jemen zu beenden, auf Vermittlung Chinas bemerkenswerterweise. Also es gibt ja auch solche Initiativen. Viel ist jetzt natürlich leider wieder zurückgeworfen worden durch den Angriff der Hamas auf Israel. Aber ich würde nicht so pauschal sagen, da ist ein Graben zwischen der muslimischen und der westlichen Welt, sondern Frau Leikert hat das eben, finde ich, auch völlig zu Recht beschrieben. Es werden in diesen neuen Bündnissen Interessen verfolgt. Und das stellt uns vor neue Herausforderungen. Wie reagieren wir darauf, dass es Bündnisse gibt, die aber in sich durchaus fragil sind, die ganz klar Anforderungen an uns stellen, die sagen, wir sind auch gerne mit euch Partner. Das muss nicht Russland sein, das muss nicht China sein. Aber was bietet ihr? Was bietet ihr? Was haben wir von einem Bündnis mit euch? Und das bedeutet, auch unsere Entwicklungsarbeit muss sich verändern. Die Frage, wie wir investieren im Ausland. China macht es, schafft Abhängigkeiten auch durch Investitionen, schafft Bündnisse durch Investitionen. Sind wir bereit,
diese Schritte mitzugehen oder nicht. Ich glaube, an der Stelle sind wir auch wieder, man muss sich ehrlich machen, Zeitenwende. Auf Deutschland kommen da neue Herausforderungen zu. Und es wird erwartet, dass die größte Volkswirtschaft in Europa sich dazu aktiv verhält und nicht einfach nur zuguckt. Versuchen wir noch mal den Bogen zu schließen von der Außenpolitik dann auch hin zur Innenpolitik mit Blick auf die Demonstrationen, die wir am vergangenen Wochenende auch gesehen haben in Essen oder auch in Berlin, wo zum Teil offen über die Errichtung eines Kalifats geworben wurde. Wird da deutlich, dass wir hier im Inneren doch zu wenig unsere Werte hochhalten und sie vermitteln? Es wird deutlich, dass wir uns nicht zurücklehnen können. Ich bleibe dabei, ob Sie sehen das bei jeder internationalen Metropole, leider, Berlin, London, Paris, New York, diese Demonstrationen. Und es gibt in all diesen Städten ganz gelungene Beispiele von Integration, Zusammenleben. Aber es zeigt eben, wir können uns nie zurücklehnen. Es gibt unter der Oberfläche diesen Antisemitismus, es gibt den Hass, es gibt Gewaltbereitschaft. Und dagegen müssen wir weiter angehen. Würden Sie sagen, Frau Leikert, dass internationale Konflikte durchaus auf unseren Straßen auch ausgetragen werden? Also diese Stellvertreter-Konflikte, die werden bei mir im Wahlkreis Hanau wahrscheinlich genauso ausgetragen oder in der Stadt Hanau wie in der Großstadt Berlin. Das ist aber nicht was, was wir unendlich tolerieren müssen und oder können und dürfen. Wir sehen, dass es zunehmend ist, eskaliert. Frankreich geht so weit, dass sie teilweise Demonstrationen verbieten. So weit sind wir hier nicht. Auch das ist ja durchaus ein... Es gelingt auch nicht immer, eine Demonstration zu verbieten. Genau, da müssen aber diejenigen, die... Haben Sie durchaus Erfahrung als... Das Wichtige ist dann aber, dass dann die Folgen daraus, wenn Demonstrationen eskalieren, dass dann nicht 126 Strafverfahren irgendwie laufen und irgendwie im Sande verlaufen. Also das ist das Ergebnis teilweise heute. Und deswegen brauchen wir hier ganz, ganz klare Regeln. Ich habe es eingangs gesagt, auch gerade was Antisemitismus betrifft, dass Äußerungen, die beispielsweise das Existenzrecht Israels in Frage stellen, einfach ein Verbotstatbestand sind, beispielsweise unter Volksverhetzung. Das sind Dinge, die kann man ändern. Und da hoffen wir jetzt auch, dass die Bundesregierung das dann umsetzt. Beim Russland-Ukraine-Krieg ist es ja weitgehend gelungen, die Demonstrationen so ein Stück weit auch oder die Auswirkungen und das Aufeinanderprallen von den deutschen Straßen fernzuhalten, obwohl ja auch in dem Fall eine große Gruppe von jeweils dem anderen Lager hier in Deutschland vertreten war. Wo ist da der Unterschied, dass es jetzt doch sehr viel stärker darum geht, dass die Leute auf die Straße gehen? Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich einen Unterschied gibt, aber vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht auch noch mal eine etwas direktere persönliche Betroffenheit, dass vielleicht auch viele Familien, die hier leben, eben auch Angehörige sowohl in Israel haben, wie auch eben im Gazastreifen oder in der Westbank, dass daraus noch mal eine andere Betroffenheit einfach zu spüren ist. Vielleicht ist das mit ein Grund. Aber es gab auch beim Thema Ukraine, Russland, gab es ja dann auch immer die entsprechenden Gegenreaktionen und Gegendemonstrationen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Man muss immer wieder deutlich machen, ja, ihr dürft bei uns demonstrieren, gewaltfrei natürlich. Und auch wir nehmen nicht alles hin bei diesen Demonstrationen, aber wir halten auch inhaltlich politisch dagegen. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Und wir haben ja auch in den letzten Tagen gesehen, es gab viele große Demonstrationen, aber eben doch weitestgehend auch gewaltfrei. Kommen wir von dieser Verzahnung Außen- und Innenpolitik noch mal wieder zur Außenpolitik. Müssen wir davon ausgehen, dass der Islamismus, der ja durchaus global unterwegs ist, ist das ein agierendes Netzwerk, hinter dem islamischer Terror steckt? Müssen wir davon ausgehen? Müssen wir das sehr viel stärker beobachten und auch stärker in Betracht ziehen? Auch das ist ja keine neue Entwicklung. Spätestens seit 9/11 wurden ja solche islamistischen Terrornetzwerke bekämpft, auch erfolgreich bekämpft. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass die USA als die reine, weil wir es eingangs davon hatten, reine globale Supermacht mit ihren Ansprüchen, überall diese Netzwerke zu bekämpfen, von Irak Wollen Sie noch ergänzen?
Ich kann den Gedanken jetzt nicht weiterführen. Ich habe eben übrigens gesagt, islamischen Terrorismus, ich meine natürlich islamistischen Terror. Würden Sie sagen, dass wir von einem islamistischen Terror weltweit ausgehen müssen? Dass das ein globales Netzwerk ist, was wir sehr viel stärker beobachten müssen? Nein, auch den gibt es natürlich, diesen Terror. Und wir sehen die schlimmen Auswirkungen ja auch im Nahen Osten. Aber dahinter stehen ja oft auch Interessen. Und dahinter stehen Netzwerke. Dahinter stehen mitunter größere Mächte, einflussreiche, die diesen Terrorismus nutzen, um wiederum ihre Interessen durchsetzen zu können. Also diese Weltverschwörung eines islamistischen Terrors, der uns alle bedroht, den sehe ich so nicht. Aber natürlich dort, wo wir ihn sehen, hat er schlimmste Auswirkungen in den Ländern. Das ist so. Mhm. Welche Rolle spielt der Iran? Welche Rolle spielt Katar? Ja, Iran, Katar, also genau daran sieht man vielleicht auch, wie schwierig diese Wertediskussion ist, die wir gerade auch versuchen zu führen in der Außenpolitik und gerade auch die aktuelle Bundesregierung, die sich da noch mal viel stärker committed hat mit Blick auf eine feministische Außenpolitik, die formuliert wurde und gleichzeitig aber eine fehlende Umsetzung mit Blick auf die Bekämpfung oder Förderung der Frauenrechte im Iran. Das findet nicht statt. Es findet noch nicht mal die Listung der iranischen Revolutionsgarden auf der Terrorliste statt beispielsweise. Oder keine weiteren Wirtschaftssanktionen, die angestrebt werden. Das ist dann einfach zu wenig, wenn man diesen Werteanspruch formuliert in der Außenpolitik und ihn dann nicht umsetzen kann vor Ort. Woran glauben Sie, liegt das? Sind das Interessen wieder? Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass man einen wirklich hehren, auch idealistischen Anspruch hat, aber Außenpolitik an der Stelle wirklich überfrachtet. Und wir sind wirklich, wenn wir von Zeitenwende reden, wirklich in einem anderen Zeitalter. Das muss man ganz klar sprechen. Das stammt noch aus meiner Sicht aus einer anderen Zeit, solche Vorstellungen, dass Gender-Debatten eine große Rolle spielen würden in der Außen- und Sicherheitspolitik. In der Außen- und Sicherheitspolitik, lassen Sie mich das so umfassen, es gibt sowohl Männer als auch Frauen, die gefoltert werden in iranischen Gefängnissen. Das greift einfach zu kurz. Diese Vorstellung, Werte zu transportieren, greift leider, ich sage es ausdrücklich als Frauenpolitikerin, auch als explizite Feministin, das greift aber an dieser Stelle wirklich einfach zu kurz. Da geht es um andere Interessenslagen, machtpolitische Interessen. Und von daher sind wir mit solchen Vorstellungen, Außenpolitik zu betreiben, ich glaube, da geraten wir sogar eher ins Hintertreffen. Wenn wir mit Staaten, also wenn wir uns anschauen, wie viele reine liberale Demokratien es in der Welt gibt, dann könnten wir gerade mal mit 38 anderen Staaten in der Welt wirklich Handel treiben, Abkommen schließen. Katar ist ein schönes Beispiel. Der Wirtschaftsminister Habeck hat dort einen Vertrag abgeschlossen, der uns 15 Jahre LNG-Gas nach Deutschland bringen wird. 15 Jahre lang. Katar, das Hostland jetzt für die Hamas-Führung. Ja, also von daher, größer könnten die Dilemmata in der Außen- und Sicherheitspolitik gar nicht sein. Ja, da sind wir genau an diesem Dilemma, wo es immer wieder zwischen Interessen, aber eben auch wertebasierter Außenpolitik abzuwägen gibt. Sind wir vielleicht auch ein Stück weit an der einen oder anderen Stelle zu blauäugig, wenn wir mit Staaten sprechen? Oder ist es dann doch das Interesse, was uns leitet? Dann gibt es ja selten in der Außenpolitik schwarz und weiß, sondern ganz viele Grautöne. Und Deutschland hat auch Interessen. Natürlich haben wir Interessen und messen auch Partnerschaften an den Interessen. Aber ich sehe immer nicht den Widerspruch zwischen Interessen und Werten und wertegeleiteter Außenpolitik. Werte zu vertreten in der Welt liegt auch in unserem Interesse. Wir haben über Partnerschaften und Bündnisse gesprochen. Wir wollen doch in aller Regel lieber Bündnisse und Partnerschaften mit Staaten eingehen, mit denen wir eine gemeinsame Wertebasis haben. Weshalb sind wir in Asien jetzt unterwegs mit Korea und Japan und anderen und suchen da Gemeinsamkeiten? Also die Werte, die gemeinsamen Werte sind nicht irgendetwas Abstraktes, sondern sie sind die Basis für gemeinsames Handeln. Und das vertreten wir in der Außenpolitik. Ich kann daran nichts Schlechtes finden. Und im Iran muss man sagen, das ist
Der Iran ist ein starkes, ein mächtiges Land im Nahen Osten. Kurz davor oder vielleicht sogar jetzt schon Nuklearmacht, mit viel Einfluss in der Region, mit viel Einfluss auf Konflikte natürlich auch. Und es ist eine Riesensorge, dass über eine Eskalationsspirale Hamas, Hisbollah, Iran, wir auf einmal noch einen ganz anderen Konflikt im Nahen Osten sehen, einen ganz anderen Konflikt um Israel sehen. Dass wir in dem Zusammenhang also Dinge thematisieren, auch Anforderungen dem Iran gegenüberstellen, aber auch im Gespräch bleiben mit vielen, auch schwierigen Partnern wie Katar. Das ist doch richtig. Im Interesse der Sache, vielleicht zu einer Waffenruhe, zu einem Frieden zu kommen, etwas für die Zivilbevölkerung zu erreichen, Geiseln befreien zu können, ja, dafür muss man auch manchmal mit schwierigen Partnern sprechen. Schwierige Partner sind das eine. Auf der anderen Seite, Iran will durchaus offen Israel vernichten. Iran ist nicht der Partner, Katar. Katar ist, und das war völlig richtig beschrieben, in einigen Bereichen schon ein wichtiger Gesprächspartner oder Partner aber für uns in der Energiepolitik. Der Kanzler ist dafür kritisiert worden, dass er sich mit dem Emir vom Katar getroffen hat. Ich glaube, dass es richtig ist, sich mit ihm zu treffen, um etwas für andere zu erreichen. Auch etwas, was in unserem Interesse liegt. Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, die Gaslieferungen, hätten Sie eine andere Idee? Also, oder sagen wir es andersrum, hätte man diesen Deal mit Katar nicht abschließen dürfen? Ja, Sie haben ja die Frage gestellt, inwiefern das mit den Werten und der Außenpolitik zusammenpasst. Mhm. Und da kann man einfach nur sagen, jetzt unabhängig davon, wer die Bundesregierung stellt, es ist extrem kompliziert. Katar, die Entscheidung, LNG-Gas aus Katar zu importieren, war vor dem Hintergrund, sich abhängig machen zu wollen von russischen Öl- und Gaslieferungen. Unabhängig. Unabhängig. Ja. Hatte ich abhängig gesagt? Ja. Unabhängig. Unabhängig. So, und diese Entscheidung kollidiert jetzt ganz stark mit der aktuellen Situation, noch stärker als vorher, mit der aktuellen Situation zwischen oder dem klaren Terrorangriff der Hamas auf Israel. So, und da jetzt einen Ausweg zu finden, ich glaube, was wir nicht mehr machen können, ist dieses Blame Game in der Politik. Wenn Entscheidungen getroffen werden, dann zu sagen, das ist jetzt, also damals mit dem lupenreinen Demokraten Putin, ja, also das ist ja auch alles gar nicht neu. Herr Müller hat da auch recht an der Stelle, die Zeitenwende, also wann hat die angefangen? Sicherlich mit der Annexion der Krim und wir haben alle noch lange die Augen verschlossen. Ich glaube, umso wichtiger ist es jetzt, wirklich klar die Interessen zu formulieren, weil Sie sagen, es gibt viele Graubereiche, das ist richtig, aber am Ende des Tages muss man sich immer entscheiden und das wird jetzt das Schwierige für uns sein. Und da stellt sich wirklich die Herausforderung in vielen Bereichen Klima, Außenpolitik. Wenn man sich das anguckt, China besitzt 97% der Materialien, die man braucht, Silizium, um Photovoltaikanlagen und Windräder laufen zu lassen. Das ist auch kein lupenreiner demokratischer Staat. So, also das heißt, wenn wir auch jetzt gute Absichten haben, geraten wir schon wieder in die Energieunabhängigkeit, geraten wir in neue Abhängigkeiten. Und wie wir das auflösen wollen, das ist eine große Herausforderung, die wir natürlich alle bewältigen müssen, aber aktuell findet es nicht statt. Macht uns diese Abhängigkeit von Öl, Gas, aber eben auch von anderen Rohstoffen, die wir dringend brauchen für unsere Industrie, für die Wirtschaft, um es überhaupt am Laufen zu halten, macht uns das ein Stück weit korrumpierbar? Andere haben auch Interesse daran, mit uns zusammenzuarbeiten. Also es ist völlig richtig. Es gibt wahnsinnig viele Verbindungen nach China, die wichtig sind für uns, für unsere Wirtschaft. Umgekehrt ist es aber genauso. Und aus dieser Situation heraus kann man auch wieder Ansprüche stellen. Aber
die Situation, man darf es auch nicht schöner reden, als es ist, ist nicht einfach. Wir haben, glaube ich, Erstaunliches hinbekommen in dem Prozess weg von russischem Öl und Gas hin zu anderen Energiequellen, sodass wir da wirklich relativ schnell unabhängiger wurden und jetzt gefüllte Gasspeicher haben für den kommenden Winter. Das ist ja bemerkenswert. Wir haben Bemerkenswertes hinbekommen in einer europäischen Einigkeit, um auf den russischen Angriffskrieg zu reagieren. Ich glaube, diese Prozesse müssen weitergehen. In einer europäischen, in einer starken europäischen Gemeinschaft, die Gemeinsamkeiten suchen, sie ausbauen, stärken, den anderen Großmächten gegenüber, ob USA, China, jetzt möglicherweise ein Bündnis der BRIC-Staaten. Wir müssen aus diesem Selbstbewusstsein und der Stärke, der größte Binnenmarkt der Welt, 500 Millionen Menschen, wir haben ja auch was einzubringen, aus dieser Stärke heraus weitere Unabhängigkeit und Souveränität gewinnen. Hm. Würden Sie sagen, wenn man sich so die Weltlage betrachtet im Moment, dass es da eine Allianz gibt zwischen säkularen Autokratien und fundamentalistischen Gottesstaaten? Ich würde gerne noch mal kurz auf einen Punkt eingehen, ja, was aktuell nicht stattfindet. Wir haben eine Strategie der Bundesregierung vorgelegt bekommen zu China. Da ist dann von De-Risking die Rede. Was wir aber sehen aktuell, ist eine Verdopplung der Handelsabhängigkeit von China. Allein im letzten Jahr ist das Handelsbilanzdefizit gerade verdoppelt worden. Also wir agieren noch nicht so, wie es nötig wäre. Auch zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, Europa. Europa ist noch zu uneinig. Wir bekommen noch nicht mal, weil Sie angesprochen haben, Kooperation mit Diktaturen. Viel interessanter wären ja Kooperation innerhalb der Demokratien. Das müssen ja nicht reine liberale Demokratien sein. Es kann auch ein bisschen breiter gefasst sein. Man könnte auch Indien darunter ziehen. Aber wir schaffen es noch nicht mal, ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Australien abzuschließen oder den Mercosur-Staaten. Wir haben es mit Ach und Krach geschafft, mit Kanada jetzt einen EU-Parlamentsbeschluss herzustellen. Aber nur 16 Staaten haben ratifiziert. Geschweige denn mit den Nordamerika. Das muss man sich mal vorstellen, aus was für einer Zeit wir noch kommen. Da haben, ich sage es jetzt mal, sind jetzt nicht hier anwesend, aber die Grünen mit dem Chlorhühnchen Propaganda gemacht gegen ein Handelsabkommen mit Nordamerika. Ja. Und wenn wir weiter so klein vor uns her agieren, mit einem Europa, zwar mit fast 400 Millionen Menschen, eigentlich eine große Macht. Aber so kleinteilige Interessen aus der, ich sage es ganz offen, Landwirtschaftspolitik, wenn es dann in Verhandlungen geht darum, mit den Mercosur-Staaten Abkommen zu schaffen, dann wird es problematisch. Und am Ende geht es wirklich darum, dass wir uns nicht in die Lage erst bringen, von Staaten abhängig zu werden, die vollkommen unser Wertefundament überhaupt nicht teilen. Also. Geht es dann nur um Abhängigkeit oder geht es auch darum, dass diese anderen Staaten, die Frau Leikert gerade genannt hat, auch ein Stück weit damit spielen, uns zu destabilisieren, dass da ein gewisses Kalkül auch hintersteckt? Innerhalb Europas? Nein, nicht innerhalb Europas, aber von Seiten Russlands zum Beispiel, von Seiten Chinas, von anderen Ländern, von Seiten des Iran und Ähnlichem, dass dieses Kalkül, uns zu destabilisieren, uns auseinander zu dividieren, für uns auch eine große Gefahr birgt? Russland hat es probiert und hat es nicht geschafft. Ich glaube, damit hat er nie gerechnet im Kreml, dass Europa so lange so einig ist und auf ihn so reagiert mit all den Maßnahmen. Also das hat er schon nicht geschafft. Bei China würde ich sagen, China hat große Eigeninteressen und will ein noch mächtigeres Land werden, insbesondere im Indopazifik und in Richtung USA, aber hat durchaus auch Interesse an Stabilität, um eine gute weitere Wirtschaftsentwicklung für das eigene Land darzustellen. Also schon alleine bei den beiden, wo wir so sagen, Russland und China, da muss man schon betrachten, wie arbeiten die eigentlich eng zusammen und was hat das für Auswirkungen? Schon diese beiden haben ganz unterschiedliche Interessen. Und was ja an Problemen durchaus richtig beschrieben ist, wie kommen wir zu diesem einigen Europa, zu diesem stärkeren Europa?
das spricht ja alles dafür, dass wir diese Reformprozesse innerhalb Europas vorantreiben müssen. Ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei. Wenn wir eine Rolle spielen wollen zwischen China, USA und den anderen wie Indien oder Brasilien, geht es nur in einer europäischen Allianz und Souveränität. Also müssen wir dieses Europa stärken. Ich glaube, die Initiativen des Kanzlers, der Außenministerin sind richtig. Die Reformprozesse müssen kommen, weg vom Einstimmigkeitsprinzip. Eine Erweiterung der EU muss nicht zwingend bedeuten, dass die EU noch, also dass die Bürokratie noch größer und schwerfälliger wird. Das sind Themen, die liegen auf dem Tisch und die sind jetzt zu beantworten. Europa stärken und Europa auch zusammendenken, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Flüchtlinge, was wir am Anfang hatten, betrachtet, wie Europa damit umgeht. Da gibt es sehr viel unterschiedliche Stimmen. Auch wenn wir das Thema Israel betrachten, gibt es auch unterschiedliche Stimmen in Europa. Ist es wirklich so geschlossen, wie Herr Müller es beschrieben hat? Nein, wir wünschen uns das. Wir wünschen uns das, glaube ich, dass Europa geschlossen agiert. Europa ist aber, die Europäische Union ist kein Monolith, auch was Werte angeht. Da gibt es so viele Unterschiede. Wenn wir uns jetzt beispielsweise anschauen, was passiert ist mit Blick auf die UN-Abstimmung zur Israel-Resolution. 15 Staaten, die sich enthalten haben, Deutschland darunter, 8 Staaten, die Resolution unterstützt haben, dabei unsere französischen Freunde und Spanien und 4 Staaten, die dem gar nicht zustimmen konnten. Und das soll dann Europa sein. Da hilft auch ehrlich gesagt nicht, dass wir mittlerweile die berühmte Telefonnummer haben für den Außenminister, weil er wird nicht mit einer Stimme sprechen können. Noch nicht mal in der Frage dieser VN-Resolution, wo die Anschläge gegenüber Israel verurteilt wurden. Noch nicht mal da hat man, dem einen ist die Betonung da zu wenig, dem nächsten ist die Betonung da zu wenig. Das ist alles noch wirklich sehr klein und sagen wir mit Resonanz auf die eigenen Bevölkerungen, den eigenen Ländern gedacht. Und da müssen wir wirklich viel, viel größer denken an der Stelle. Das klingt pessimistisch. Ich sehe es nicht so negativ. Ich sehe natürlich die ganzen Probleme und die sehen wir alle jeden Tag. Und trotzdem, finde ich, muss man auch sehen, was uns gelungen ist. Wir aus Erbfeinden tatsächlich Partner geworden sind. 75 Jahre in Frieden und Freiheit hat es über Jahrhunderte vorher nicht gegeben in diesem Europa. Wir sind mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft. Wir sind eine Wertegemeinschaft bei allen unterschiedlichen Interessen, die es auch da gibt. Wir haben gemeinsam über 2 Jahre jetzt auf Russland reagiert. Wir sind auch ein wirtschaftlich starkes Europa mit viel Warenaustausch. Ich glaube, die Grundlage für das, was jetzt folgen muss an Reformschritten, die ist da, die ist richtig und die ist gut. Und jetzt müssen wir die anderen Themen auch angehen. Wenn noch mehr Partner in die EU kommen, ist das, glaube ich, genau der Zeitpunkt, wo wir sagen müssen, gerne, wir wollen noch größer, noch stärker auch werden in der EU. Wir wollen gerne euch dabei haben, auch natürlich als Antwort auf Aggressoren, wie wir sie gerade in Russland erleben. Wir wollen euch gerne dabei haben. Aber das muss gekoppelt sein mit Reformschritten in der EU, damit wir auch gemeinsam schlagkräftig sind und reagieren können. Also die Probleme sind da, aber ich komme zu keinem pessimistischen Ergebnis, sondern eher zu einem optimistischen. Ihr Ergebnis war ja dann doch eher pessimistischer. Und ich würde gerne nachfragen, woran liegt es? Liegt es auch daran, dass wir versäumt haben, hier stärker auf einen gemeinsamen Wertekanon Rücksicht zu nehmen oder den einfach stärker zu betonen und dort gemeinsame Werte noch mal stärker in den Vordergrund zu stellen? Also ich glaube schon ganz sicher, dass die Europäische Union mit ihrem Acquis communautaire, mit diesem gemeinsamen Wertefundament, was es ja wirklich weltweit einmalig auf der so überhaupt gibt zwischen 27 Staaten, die sich zusammengeschlossen sind. Und natürlich sind sie mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft. Das ist eigentlich ein politisches Wunder, die Europäische Union. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, dass wir starke politische Führungen haben, die Brüssel wirklich, die in Brüssel alles zusammenhalten, was zusammenhalten ist. Und das ist natürlich schwerer getan als gesagt. Wenn zum Beispiel die Ungarn nicht bereit sind,
Waffenlieferungen durch ihr Gebiet durchzulassen in Richtung Ukraine, dann ist das ein wirkliches Problem. Oder wenn es fundamental unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, ob man jetzt Flüchtlinge zentral verteilt oder die sogenannten Ausschiffungsplattformen, das ist ja schon lange diskutiert, hat, wo Asylzentren vor den Außengrenzen Europas beispielsweise ja schon ja, wo festgestellt werden kann, wer hat denn das Recht zu bleiben bei uns und wer nicht. Ja? Das sind große Zerreißproben. Und Herr Müller, ich befürchte wirklich, dass wir noch mehr Krisen brauchen, bevor diese Europäische Union endlich dahin kommt, wo ich und Sie wahrscheinlich auch sie schon lange haben wollten, dass wir gerade auch im Bereich der Außensicherheitspolitik zu den qualifizierten Mehrheitsentscheidungen kommen. Das ist eine uralte Forderung oder eine europäische Armee. Ich glaube, davon sind wir jetzt schon wieder abgerückt, weil die NATO ja insgesamt wirklich stärker geworden ist. Und vielleicht ist das die gute Nachricht, dass die NATO wirklich mit ihrem 1,4 Billionen Budget, was sie zusammen ja mit den Amerikanern haben, wirklich noch eine starke Sicherheitsgemeinschaft sind. Und das muss man wirklich gemeinsam jetzt auch auf die Strecke bekommen, auch im wirtschaftspolitischen Bereich. Was wären wir wirklich für eine einflussreiche, ja, große Bündnis, wenn wir das auch im wirtschaftspolitischen Bereich so machen könnten. Mhm. Und von daher kann ich wirklich nur darauf plädieren, dass auch die aktuelle Bundesregierung noch mal wirklich stärker die handelspolitischen Bündnisse versucht, dann doch zu schmieden über CETA hinaus. Das ist einfach zu wenig. Und das sind unsere natürlichen Partner, noch mal Kanada, Australien. Unvorstellbar, dass wir das eigentlich nicht hinbekommen. Ich bleibe noch mal ein bisschen bei Europa. Herr Müller, Sie sind da ja so optimistisch. Wie sieht es denn aus, wenn wir über neue Beitrittskandidaten nachdenken? Im Westbalkan zum Beispiel oder auch Türkei vielleicht im weitesten Sinne, Moldau. Wie wird es da weitergehen? Bleiben Sie dann so optimistisch, wenn Sie dahin blicken? Und müsste das Stichwort Einheitsentscheidungen da nicht mal wirklich angegangen werden? Ja. Ja, sage ich, muss angegangen werden. Und ich glaube, dass die Länder, auch die Sie gerade aufgeführt haben, da ist eine realistische Perspektive. Aber so ähnlich, wie wir es auch in Bezug auf andere Themen jetzt gerade miteinander diskutiert haben, es muss erlaubt sein, Anforderungen zu stellen. Wir wollen gerne weitere Partner in der EU haben, aber sie müssen auch ein paar Anforderungen und Bedingungen erfüllen. Das ganze Thema Rechtsstaatlichkeit, Bekämpfung der Korruption, Bündnisfähigkeit, auch etwas einbringen. Sie haben gerade die NATO angesprochen. Die NATO soll ja nicht nur in eine Richtung Schutz bieten, sondern sie soll ja auch Schutz gewähren durch ein aktives Einbringen. Also das ist nicht 1:1 vergleichbar, EU-NATO, aber ein Beispiel dafür, jeder, der in eine Gemeinschaft will, erwartet Solidarität und Hilfe. Aber ich finde, er muss auch bereit sein, etwas einzubringen in die Gemeinschaft, in eine Europäische Union oder in die NATO. Mhm. Wir sind fast schon am Ende der Sendung. Frau Leikert, gerne da die Schlussfrage zuerst an Sie. Wenn wir die vielen Konflikte, die wir in der Welt im Moment haben, betrachten, die vielen Krisen, den Terror, den Gewalt, über das wir alles gesprochen haben, würden Sie sagen, dass wir die Konflikte vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu isoliert betrachten und eigentlich zu einer Betrachtungsweise kommen müssten, die viel ganzheitlicher das betrachtet und dann auch immer Innen- und Außenpolitik miteinander verweben und auch die Werte, die dazugehören? Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, und das findet ja auch statt, dass wir eine stark geopolitische und geoökonomische Sichtweise einnehmen. Nicht, dass ich das besonders befürworten würde, persönlich. Also das wird für uns alle teurer. Also wenn wir nicht mehr diese von den USA bisher unterstützte Weltordnung haben, mit WTO, mit allem, was so funktioniert hat, dann geraten wir in eine Welt, die stärker auf ja, vielleicht auch Ad-hoc-Bündnisse setzt und auf Interessensgemeinschaften. Das ist aber eine Realität, die es wahrzunehmen gilt. Und das ist nicht schön, das wird uns auch viel Geld kosten. Da ist die Aussage, dass wer den Frieden will, den Krieg vorbereitet, leider eine Aussage, die wahr ist und eine Realität, die wir uns stellen müssen. Und
die Zeit, in der wir über Kooperationstheorien viel geredet haben, auch in der Wissenschaft, in der Politik, lange nicht das 2%-Ziel beispielsweise wirklich verfolgt haben. Die Zeiten sind leider vorbei. Und das bedeutet auch wirklich ein Umdenken und ja, vielleicht auch das zu tun, was eigentlich Staaten bisher als erste Aufgabe haben, nämlich ihr Territorium zu sichern und für diese Sicherheit in allererster Linie zu sorgen. Und dann werden viele andere Themen nicht mehr so stark behandelt werden können, wie sie vielleicht vorher behandelt wurden. Wenn wir die vielen Krisen betrachten, ist es ja ein Stück weit die Welt ohne Ordnung, ohne Regeln an vielen Stellen. Betrachten wir das richtig? Haben wir die richtigen Antworten dafür? Wir suchen sie. Wir suchen sie in der neuen Welt. Wir brauchen dafür die Institutionen. Deswegen mein Plädoyer für eine starke EU, für eine starke UN, die im Übrigen auch dringend reformbedürftig ist. Mhm. Aber wir brauchen diese Institution, wir brauchen diese Plattform, auch die Begegnungsmöglichkeiten, um in diesen Gremien gemeinsam nach einem Weg zu suchen, nach einem Weg aus diesen Krisen. Die Krisen werden nicht weniger werden. Ich glaube, wir dürfen nicht nur immer auf die militärische Seite gucken. Im Moment sind wir da sehr gefordert, natürlich durch die Kriege, die wir sehen. Aber es muss mehr sein, als eine militärische Antwort auf diese Krisen zu reagieren. Und dafür gerade brauchen wir diese internationalen Institutionen. Sie sind nötiger denn je. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion hier am Tisch und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Und für alle aktuellen Entwicklungen empfehle ich weiter bei Phoenix zu bleiben. Ihnen noch einen schönen Abend.